Hallo, was machen Sachen? Ja, willkommen zum letzten Teil unserer Blendshape-Tutorial-Reihe. Heute zeige ich euch, wie man verschiedene Assets zusätzlich zu den Emotionen hinzufügen kann. Sprich, primär wollen wir halt verschiedene Planes hinzufügen, auf die wir dann Symbole packen, die wir dann halt einfach zur Unterstützung für unsere Emotionen nutzen möchten. Man kann natürlich auch komplette Assets nehmen. Ist jetzt nicht der optimalste Weg, das über Blendshapes zu regeln. Je nachdem, was für ein Programm ihr nutzt, müsst ihr dann halt gucken, ob es einen besseren Weg gibt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel wie ich mit VC Face arbeitet, könnt ihr halt ein SDK runterladen und Animationen hinzufügen. Dafür habe ich auch ein Tutorial gemacht, das könnt ihr euch ansehen. Programme wie Wub haben auch einen eigenen Reiter, wo man halt verschiedene Meshes hinzufügen kann. Da müsst ihr gucken, was nutzt ihr, was braucht ihr. Aber im Prinzip, wenn euch nichts anderes möglich bleibt, könnt ihr das über Blendshapes machen. Wie gesagt, falls ihr komplette Assets wie Hüte etc. damit einfügen möchtet, guckt, ob ihr nicht vielleicht eine effektivere Möglichkeit habt für das Programm, das ihr nutzt. Wie gesagt, VC Face hat halt die SDK, mit der man Animationen erstellen kann, mit dem man Sachen ein- und ausblenden kann. Mit VApp kenne ich das, dass man halt auch dort Primär-Assets hochladen kann, die man ein- und ausschaltet über das Programm an sich und nicht über die VRM, die man hochlädt. Dass das getrennt ist, da kann man komplette Räume machen. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an oder machen wir weiter. Wir nutzen einfach das, was wir schon gemacht haben, sprich, ich habe den Charakter in Blender schon drin, ich habe den Charakter in Unity schon drin, ich habe, mehr gesagt, die Blender-Datei in Unity drin, dass wir die über Unity öffnen können, werde ich euch gleich zeigen. Ist immer ganz praktisch, deswegen bevorzuge ich Blender-Dateien da reinzuziehen, anstatt halt FBX. Macht mir das Arbeiten einfacher, wenn ich irgendwas ändern möchte. Weil ich mir eh so unschlüssig bin, passiert das doch des Öfteren. Zumal will ja seinen Charakter ab und zu mal updaten, das ist immer ganz praktisch. So, okay, wie dem auch sei, gehen wir jetzt erstmal in Unity und ich zeige euch da, wie ihr ganz einfach das Blender-Projekt, das wir schon abgelegt haben, dann öffnen können. Okay, einmal in den Unity angekommen. Wie ihr seht, ist noch die exakt selbe Szene, wie wir es im letzten Tutorial verlassen haben. Wir haben die verschiedenen Modelle drin oder die verschiedenen Versionen. Einmal die Version, die wir direkt aus VBot Studio haben, dann haben wir die Blender-Version drin und dann haben wir einmal die kodierte Version, wo wir dann halt Sachen wie Blend-Shapes halt festlegen. Wir wollen die Blender-Version verändern. Gehen wir hier unten unter Assets, gucken, wo haben wir den abgelegt. Die sind relativ leicht zu erkennen, welche davon der Blender-File ist, wenn man das nicht vernünftig benannt hat. Die Blender-Files haben immer diesen Pfeil an der Seite, wo nochmal aufgelistet ist, was da jetzt eigentlich drin ist. Das wollen wir haben, das wollen wir bearbeiten. Machen wir das wieder zu. Und einfach einen Doppelklick. So, und schon haben wir Blender direkt über Unity geöffnet. Ist ganz simpel, ganz einfach. Hat auch den großen Vorteil, wie gesagt, das ist verlinkt. Sprich, wenn wir hier was verändern, wird das dann halt durch das Speichern in Unity direkt abgedatet. Wir müssen halt nicht suchen, ist die Datei drin, ist es die richtige Datei, haben wir die irgendwo anders abgelegt. Das ist halt miteinander verknüpft und ja, erspart jede Menge halt importieren, exportieren Geschichten. Haben wir es wesentlich einfacher. Wie gesagt, Plan besteht darin, wir wollen jetzt in dem Modell mehrere Planes hinzufügen, die wir dann einfach mit Symbolen versehen, die wir dann halt einfach zur Unterstützung für unsere Emotionen nehmen kann. Ich werde euch auch zeigen, wie man Assets hinzufügen kann. In dem Fall meine Kopfhörer, die werde ich hinzufügen. Einfach nur, dass ihr es gesehen habt. Wie gesagt, es ist nicht optimal, wenn ihr das über Blendshapes macht, aber eventuell habt ihr vielleicht keine andere Möglichkeit, weil ihr Programme nutzt, die einfach keine SDK unterstützen oder halt einfach diese Option nicht haben. Wer weiß, wer weiß. Wie gesagt, das ist halt nicht optimal. Die Sache ist halt die, wenn Sachen als Blendshapes benutzt werden, werden die permanent berechnet. Sprich, jeder Frame wird jeder Pixel berechnet. Wenn Sachen ausgeblendet werden, wird erstmal gecheckt, ist der überhaupt vorhanden, muss ich den berechnen? Meist nein, dann wird er nicht berechnet. Ist halt wesentlich optimaler. Geht halt auf die Leistung eures Programms, eures Computers. Müsst ihr ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn ihr halt das über Blendshapes regeln. Wie gesagt, ist quasi mehr nur eine Notlösung, wenn es nicht anders geht. Aber ich will es euch auch nicht verschweigen. So, okay. Machen wir mal Kopfhörer weg. Oh, du kommst ja näher. Plus, minus. Ja, stimmt. Okay, fügen wir als erstes ein paar Blends hinzu. Wichtig hierbei ist, wir wollen mit den Blendshapes arbeiten. Wir müssen alles, was wir hinzufügen, alles, was neu kommt, in die Basis machen. Da müsst ihr drauf achten. Wenn ihr die woanders dahin packt, funktioniert es nicht. Dann macht ihr Sachen kaputt. Ihr müsst mit der Basis arbeiten. Wenn ihr neue Polygone hinzufügt, macht das immer in der Basis. Wenn ihr in der Basis im Gesicht was verändert, sprich, ihr ändert Augen, Nase, Mund etc., müsst ihr gucken, ob die Blendshapes hier unten drunter beeinflusst sind. Alles, was ihr in der Basis ändert, hat Auswirkungen auf das darunterliegende. Neue Sachen nicht, weil neue Sachen sind hier nicht angelegt, aber wie gesagt, alles, was vorhanden ist und ihr ändert es in der Basis, checkt, ob das hier halt noch so stimmt, wie das halt genutzt wird. Wenn nicht, müsst ihr das anpassen. Behaltet das im Hinterkopf. Wie gesagt, alles, was hier in der Basis tut, hat Auswirkungen auf das, was drunter liegt.
Ich will es nur oft genug sagen, weil es haben mir schon einige Meshes so zerstört, weil ich das nicht beachtet habe, nicht dran gedacht habe. Okay, fügen wir jetzt erstmal die Planes hinzu. Shift A, dann geben wir Meshes, Planes, zack, da haben wir eine. Mit S machen wir sie kleiner, S ist skalieren. Macht sie ruhig ein Stückchen kleiner, wir können die später dann halt größer skalieren. Wir müssen sie jetzt einfach nur in den Kopf reinkriegen. Ich mache sie auch schon mal aufrecht. Und ich packe sie dann einfach in den Kopf rein. Ah, die muss einfach nur da drinne sein. So dass man sie halt nicht sieht. So, okay. Wir haben unsere Pläne jetzt erstmal hier drinne. Die ist jetzt auch erstmal da von der Position okay. In der Basis soll sie weg sein und soll erst dann erscheinen, wenn halt mir eine bestimmte Emotion aufrufen. Wir müssen jetzt auch unser Rig dran binden, weil wir wollen ja, dass sie mitkommt, wenn wir den Kopf bewegen. Ist ja ein bisschen blöd, wenn ihr an Ort und Stelle bleibt und wir bewegen den Kopf nach links oder rechts und dann schwebt da irgendwo eine Plane rum und weiß gar nicht, wo sie hingehört. Gehen wir jetzt erstmal hin. Wir brauchen unsere Bones. Die muss ich anklicken. Plane anklicken, Bones anklicken. Ja. Steuerung P. Machen wir im Wid Empty Groups. Und jetzt ist unsere Plane schon mal an unserem Rig mit dran. Jetzt müssen wir ihm nur noch erzählen, wann er sich mitbewegen soll. Wir gehen in den Edit-Mode, gucken, okay, alle vier Punkte sind angewählt. Wir gehen hier auf unser grünes Dreieck. Jetzt gehen wir in die Vertex Group und suchen uns da den Kopf raus. Der müsste irgendwo relativ weit oben sein. Da haben wir den Neck, da haben wir den Kopf. Da müssen wir uns sagen, okay, wenn der Kopf sich mitbewegt, bewegst du dich auch mit? Gehen wir in Weight Paint. Momentan ist blau, sprich bewegt sich nicht mit. Machen wir es rot, bewegt sich mit. Ich gehe in den Gradienten und packe das alles in rot. Wir könnten jetzt auch durchgehen. Ist auch wirklich nichts anderes rot. Normalerweise sollte es nicht sein. Wir haben die ja mit Empty Groups gemacht. Der sollte nirgendwo was dazu packen, aber wir können den mal kontrollieren. So, wenn wir jetzt nämlich hingehen und sagen, Pose Mode, bewegt mal den Kopf. Geh die Play mit. Haben wir das nicht, bleibt sie an Ort und Stelle. Weil sie ja nicht weiß, dass sie sich mitbewegen soll. Je nachdem, wo ihr eure Blendshapes hinpackt, müsst ihr dann halt die verschiedenen Bones anpacken. Wenn ihr eben irgendwas in die Hand geben möchtet oder so, das ein Schild hält, dann müsst ihr das natürlich an die Hand packen. Ja, halt da, wo es sinnvoll ist, wo es mitgehen soll. So, dann haben wir das schon mal gemacht. Dann gehen wir wieder in Object Mode, nehmen wir die, Steuerung D, kopieren uns das. Wir wollen ja eventuell ein paar mehr haben. So, jetzt haben wir hier drei verschiedene, dann können wir uns drei verschiedene Emotionen aussuchen. Dadurch, dass wir die erst gebunden haben und dann kopiert haben, übernimmt er einfach alle Dateien, die hier mit dran vorhanden sind. Sprich, wir müssen hier kein Weightpad einstellen, es wurde ja schon mit kopiert. Haben uns einen Schritt gespart. Okay, jetzt haben wir unsere drei Planes hier, aber hier unten haben wir die Shape Keys nicht drin. Wir können uns neu erstellen und hoffen, dass wir die gleich benennen. Wir können uns aber auch einfacher machen, indem wir hingehen. Wir kopieren die alle, gehen auf unser Gesicht, da sind ja unsere Blend Shapes mit dran. Gehen auf Steuerung J und verbinden die. Das ist jetzt alles ein Mesh. Ja, so jetzt haben wir unsere drei Plane Meshes mit dem Mesh vom Kopf verbunden, damit wir unsere Shape Keys haben. Ihr könnt die wieder trennen, ihr könnt die dran lassen, wie ihr das möchtet. Ich gehe jetzt so hin, dadurch, dass wir einfach eine andere Textur noch drauf packen wollen, sage ich, okay, ich brauche hier eine neue Textur drauf. Gehe auf mein Material, sage, okay, ich mache ein neues. Ihr könnt die natürlich auch woanders dazu packen, wo ihr Platz drauf habt. Sage, ich will jetzt ein neues haben. Sage neu und jetzt habe ich einfach hier standardmäßig einfach den Basic Shader drauf. Ist jetzt erstmal nicht so schlimm, aber ich habe ein neues Material. Das kann ich umnennen, dass ich das eventuell schneller finde. So, jetzt muss ich das so noch assignen. Ich drücke hier drauf, assign. Dann habe ich jetzt auch hier ein neues Material drauf. Ich habe ein komplett neues erstellt, weil ich jetzt auf den Materials keinen Platz habe, um da großartig an der Textur noch irgendwas zu ändern. Ich mache ein neues. Hab das jetzt vernünftig benannt, dass ich am Ende noch weiß, was es ist. Hätte ich generell so machen sollen. Die Naming Convention ist immer ein bisschen komisch in Revolt. So weiß ich, okay, das hier sind meine Emotionen, das ist das Material. Da machen wir gleich Textur drauf. Unser Material ist assigned. Markieren wir die nochmal, gehen direkt in die Textur rein. Sagen UV Editing. Wir haben sie ja noch markiert. Unwrap. Zack, haben wir hier drei verschiedene Symbole. So, jetzt haben wir unsere Vierecke ausgeschnitten und aufgereiht. Brauchen wir da natürlich erstmal ja, ein Image drinne. Haben wir hier bei der Base Color, gehen wir hin, sagen, das ist eine Image Texture. Sagen, wir brauchen eine neue.
Machen wir den ein bisschen kleiner. 1K ist doch dezent viel zu groß. Auch wenn das hier eigentlich zu groß ist, aber ist okay. Untitled, dann packen wir die hier auch rein. Untitled. Okay. Wir haben die Textur. Wir können hier im Texture Paint halt auch selber was zeichnen. Wir können das dann halt auch raus exportieren, an den Photoshop bearbeiten. Was auch sinnvoll wäre, einfach dadurch, dass wir dann halt eine Alpha haben, sprich, das, was weiß ist, können wir dann ausschneiden und dann halt, ja, durchsichtig machen. Dann machen wir erstmal rudimentär ein paar Sterne. So. Und das. Ich mal mir den Stern auch aus. So halbwegs. Ist auch nicht die schönste Farbe, ist ja auch nur zum Vorführen. Ist auch kein schöner Stern, mit Maus ist ein bisschen schwierig. So, wir haben uns jetzt erstmal hier eine Vorlage gebastelt. Ich sehe gerade, er ist falsch rum. Drehen wir das richtig rum. So, und wir wollen jetzt einfach die Vorlage hier nehmen, die wir gebastelt haben, um zu gucken, ob das hier halbwegs stimmt. Und einfach das in Photoshop bearbeiten oder in einem anderen Programm, dass wir halt eine Transparenz hinten haben, sprich das, was durchsichtig ist, dass man nur das sieht, was wir gezeichnet haben und das vielleicht ein bisschen schöner machen. Dann gehen wir auf Save As. Wir speichern einfach das hier, wo das gespeichert wurde, wenn ihr euch das nie selbst ausgesucht habt. Und dann gehe ich jetzt in dem Fall in meinen Photoshop. Open. Dann füge ich das hier ein und suche mir meine Textur. Da, Emotes da oben. Öffnen. Jetzt haben wir hier meine Vorlage. Ich mache mir einen neuen Layer. Und dann würde ich hingehen und mal mir das halt schöner. Ich sage, ich male jetzt einfach mit der Maus einfach zur Vorführung. Dann mache ich den hier weg. Dann haben wir unsere wunderschönen Symbole. File. Save as. Achso, ja, wir sind jetzt als Kopie. Dann haben wir PNG. Und dann können wir sagen, das möchten wir überschreiben. Speichern. Ja, ich möchte das überschreiben. So haben wir jetzt dann einfach die Transparenz drin, einfach den, ja, durchsichtigen Hintergrund. Und dann können wir das, wenn wir möchten, auch hier wieder mit einfügen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil wir Textur in Unity dann halt selber machen. Reload müsste reichen und zack haben wir schon halt den Hintergrund weg. Ups, das wollte ich nicht drehen. Das wollte ich drehen. So, hätten wir jetzt unsere Symbole fertig, einsatzbereit. Machen wir sie einfach in Verbindung mit den Emotionen jetzt. So. Wir gehen wieder zurück in den Layout-Mode. Unsere Planes sind einsatzbereit. Wir müssen jetzt nur noch an den verschiedenen Shape-Keys mit dranpacken. Ihr könnt natürlich auch halt separat Shape-Keys erstellen, dass ihr halt wirklich nur die Planes da drauf habt, wenn ihr vielleicht welche mischen möchtet. Ist euch überlassen. Ich packe jetzt einfach zu schon bestehenden Keys zusammen. Wir machen eine neue dann für die Headphones am Ende als kleines Extra. So. Ich gehe jetzt erstmal zu, ich habe hier vorne die Träne. Wo haben wir denn Sorrow? Ist traurig. Gehen wir da hin. Gehen in den Edit Mode. Und hier haben wir wieder so einen Fall. Okay, da hat irgendwas halt nicht funktioniert. Ist aber nicht schlimm. Ist im Kopf drinne. Und es geht ja auch nur um die Rotation. Drehe ich ein bisschen. Und dann packe ich mir meine Träne dahin, wo ich sie hinhaben will. Vielleicht so. Ein bisschen. Nein, ein bisschen größer. Und pack die schlussendlich irgendwo hin, wo ich sie haben will. Bei so einer Plane müsst ihr beachten, ihr seht die ja tatsächlich nur von vorne, das ist ja quasi nur ein Bild, dass ihr die halt möglichst auch mit dem Bild nach vorne macht. Wenn ihr die zu stark an die Seite macht, habt ihr nicht viel von eurem Bild, dann sieht das ein bisschen komisch aus, da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Okay, so. Dann haben wir bei traurig, bei sauer schon mal die Träne. Hier haben wir angry. Hier haben wir noch irgendwo den wütenden. Da haben wir den hier. Den ziehen wir nach vorne. Den packen wir vielleicht einfach mal hier an die Seite. Mal den auch ein bisschen größer. Vielleicht nur so ein bisschen schräg. Sagt primär halt nach vorne gucken. Leichte Kurven nur drin haben, sonst fällt das halt auf. Ihr könntet auch, wenn ihr wirklich sagt, okay, ich will aber Emotes, dass die hier hinten sind, dass ihr die halt nicht auf einer Plane macht, sondern auf einem Halbkreis, so ein abgerundet habt, damit es nicht ganz so flach aussieht.
Müsst ihr halt dann für euch selbst entscheiden. Und dann sagen wir bei Joy, machen wir hier den Stern. Zack. Mal den größer und packen den irgendwo hin. Noch nicht so schlimm, wenn ihr die Ecken irgendwo drin habt. Es ist tatsächlich nur das, was gezeichnet ist, dann sichtbar. Und ich habe, ja, so, ich habe mich dann dazu entschieden, vielleicht will ich doch mehr Sterne haben. Dann gehe ich halt aber wieder in meine Base. Sage Shift D und mache mir nochmal 2, 3 Sterne mehr. Gehe dann wieder in mein Joy. Dadurch, dass ich den kopiert habe, hat er auch natürlich den Weg kopiert. Und die packe ich mir dann einfach an verschiedene Positionen. Und habe dann halt mehrere Sterne, geht auch. Und die sind dann halt wirklich nur dann da, wo sie sein sollen. Und im Prinzip können wir das, was wir jetzt mit den Planes gemacht haben, theoretisch mit allen anderen Assets machen. Wie gesagt, es ist nicht optimiert. Macht das halt nur wirklich, wenn es nicht anders ergeht, einfach um euer PC ein bisschen zu entlasten, um dass halt das Stream etc. einfach leichter funktioniert. Und dann importiere ich mir einfach mal meine Kopfhörer. Das ist eine FBX. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die habe. Haben einmal die Headphones drin. Die müssen jetzt natürlich erstmal in die Basis verschwinden. Sprich, wir skalieren die kleine. Packen die mit an unser Skelett. Über mit Empty Grips. Gehen in den Weight Paint. Gucken wieder, wo unser Kopf ist. Wo ist er denn? Also nicht so weit. Kopf. Machen den komplett rot. So, ich mache jetzt mal keine Textur drauf, das machen wir später in Unity. Ich mache hier einfach nur ein neues Material drauf. Ah, es ist schon Lambert drauf. Okay, ich brauche kein neues Material drauf. Ich nenne es jetzt einfach nochmal um. Kopfhörer. So, und jetzt mache ich mir eine neue Blend Shape. Ich gehe wieder auf meine Blend Shapes. Pack den sicherheitshalber auch nochmal an den Kopf mit dran. Gut, der ist nur auch selektiert. Ganz praktisch. Gehe hin plus. Mache ich auch nochmal Kopfhörer. So. Und dann nehme ich mir die Kopfhörer, die immer noch ausmarkiert sind. Mache sie wieder größer. Und passe sie an den Kopf an. Ne? Vielleicht noch ein bisschen, noch einen Ticken größer. Normalerweise sind ja noch Haare mit darunter. Bisschen weiter runter, so. Ah, nicht größer, ich wollte es einfach ein bisschen rotieren. Nicht dahin. So, vielleicht ein bisschen in die Richtung rotieren. Ist halt hier eine große Lücke drin. Ich lasse jetzt einfach so, weil einfach normalerweise sind ja da Haare mit im Spiel. So und so könnte man halt dann einfach auch komplette Assets machen. Wenn halt keine andere Lösung vorhanden ist, kann man das so machen. Dann wird einfach noch gespeichert. Und das war's. So, einmal zurück in Unity. Sollte sich jetzt aktualisiert haben oder wenn ihr Unity betretet, das nächste Mal sollte sich aktualisieren, dass wir auch die richtige Blender-Datei drin haben. Das wäre ja diese hier. Wir können hier gucken, ob das Rig noch stimmt. Wir haben aber im Rig nichts geändert. Normalerweise sollte da nichts passieren, aber wir können immer mal kontrollieren, konfigurieren, gucken. Stimmt das, was hier ist, noch alles? Passt das so, wie es sein soll? Okay, das stimmt, dann machen wir dann fertig. Das Rig ist okay. Der Charakter an für sich ist auch vorhanden. Dadurch, dass wir den ja schon in der Szene hatten, also die Blender-Datei war ja schon in der Szene angelegt, deswegen habe ich das hier nicht gelöscht. Das erspart mir ein bisschen Arbeit. Die Materials sind halt dadurch schon angelegt. Zwei Materials fehlen ja jetzt noch. Wir haben ja hier, wo sind sie? Da, die Kopfhörer und die Emotes ja schon vorhanden. Da müssen wir jetzt Materials anlegen. Ich mache das kurz. Create Material. Ich mache den Toon Shader drauf. Hier haben wir die Emotes ja schon vorhanden. Haben wir eins, machen wir zwei. Haben wir hier auf Cutout. Packen das da rein. Und dann machen wir für unsere Kopfhörer auch einfach ein normales Material. Ich will jetzt auch die Textur nicht raussuchen, sagen wir Material. Dann gehen wir hier auch einfach auf den
Tonscheider. Packen die da hin und sagen, okay, wir ändern hier einfach nur die Farbe, machen das komplette Ding blau mit einem bläulichen Shader. So, ja, vielleicht sollte man so halbwegs das gleiche Farbton wählen, nur dann halt dunkler. So, wunderbar. Materials angelegt, alles vorhanden. Dann können wir es auch direkt konvertieren. Wir klicken drauf, sagen Export. Dann suchen wir. Ach, keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal das drinne und pack das rein, dass ich das entdecken kann. Machen wir den Test. Version 2. Und Name Export. Und das packen wir einfach hier. Ich überschreibe mal den Test Convert. Ja, ich möchte das überschreiben. So, dann ist unser Test Convert überschrieben. Ihr könnt den natürlich auch als separat speichern. Ihr müsst das nicht überschreiben. Es ist komplett euch überlassen. Dann markiere ich mir die Augen aus. Also hier, ich suche mir meinen Convert wieder raus. Und gehe hier einmal in die Blend Shapes. Und die müssen wir jetzt halt wieder neu anordnen. Da wir Blend Shapes verändert haben, angepasst haben, wird dann einfach alles resettet. Und wir sortieren das halt einfach nochmal neu ein. So. Und für unsere Kopfhörer machen wir einfach eine neue Blend Shape wieder. Achso, schon mal vorhanden. Naja, war ja abgestürzt. Das war was. Ich muss nochmal neu anordnen, weil es abgestürzt ist. So, und dann machen wir unsere Kopfhörer mit dazu. Zack, sind sie da. Wie gesagt, Blend Shapes ändern sich ja nur hier. So, und dann war es das auch. Wir haben Blend Shapes zugeordnet. Jetzt haben wir halt unsere neuen dazu. Und wir haben unsere Kopfhörer als Blend Shape drinne. So, dann bleibt uns nur noch eine Sache zu tun. Mehr haben wir für das Modell ja nicht, was wir zuordnen müssen. Dann tun wir es wieder exportieren. Export. Und dann halt da, wo die Charaktere sind, die ihr nutzt. Test. Speichern. Ja. So, und nachdem wir das alles gespeichert haben, wollen wir das noch ganz kurz ausprobieren. Dann wechseln wir mal in VC Face wieder. So, einmal in VC Face angekommen, wollen wir noch kurz testen, ob alles so funktioniert, wie wir wollen. Avatar Selection. Der Test sollte sich auch aktualisiert haben. Select. So, dann wollen wir mal gucken, ob unsere Blend Shapes auch funktionieren. Kopfhörer sind schon mal da, nice. Gehen wir die anderen mal kurz durch. Nee, da. Ja, ist doch alles vorhanden. Alles tut das, was es tun soll. Dann würde ich sagen, ist dieses Experiment auch erfolgreich geglückt. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.